Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist wirklich ein besonderes Video, weil ich mir es seit Jahren wünsche. Wir haben nun endlich das erste Treffen von meinem Kanal vor uns. Im kleinen Kreis, bis zu 50 Leute hatte ich gesagt, können kommen. Die letzten Tage habe ich vorbereitet, da habe ich schon ein Vorbereitungsvideo gemacht. Wir werden Pullings machen mit Smarts. Ich habe zwei Smarts geholt die letzten Tage. Ich habe jetzt hier gerade einen Eichenstamm von den Naturburschen gesponsert, hinten auf dem Anhänger drauf. Ich habe den Jeep hochgebracht, der Fortis wird dann da sein. Wir haben Pavillons, wir haben Feuertonnen, wir haben alles Mögliche. Die ersten sind schon da, andere haben mir schon einen Post geschickt auf Instagram, dass sie auch unterwegs sind. Ich freue mich, sogar die Österreicher. Voll geil. Ihr könnt gespannt sein, die kommen mit richtig fetten Geräten an. Aber ich halte euch nicht weiter auf die Folter. Wir springen jetzt einfach direkt hin und bis gleich. So, ich sag immer so, es tut mir leid, ich krieg's nicht raus. Egal, wir sind da. Wir fangen jetzt schon an hier mit Vorbereitung. Ich zeige euch das alles mal. Jeep steht schon da, da wechsle ich jetzt gleich die Offroad-Reifen. Das sind unsere Smarts, unsere Highlights, die wir, so ist der Plan zumindest, auf dem Acker hinterherziehen wollen. Geiler Fakt, wir haben uns so gewundert, warum hängt der denn hier so in den Seilen? Ich habe so gemeint, ey, krasse Achsverschränkung, was die so können. Der hat kein Fahrwerk mehr drin. Wir haben uns so gewundert, welche Steine da aus dem Fahrzeug rausfallen. Das war mal das Steinzeitfahrwerk sozusagen. Das ist der zweite, da ist ein bisschen besserer Zustand. Der hat sogar ein Lenkrad. Da haben Stehtische, Bierbänke, der ganze Kram hier. Muss ich hier rum? Klasse. Hier kommt dann auch die Musikanlage drauf. Und dann bescheiden wir in die Richtung. Da hinten ist nämlich dann die Feuerstelle, wo sich das Abendprogramm so abspielen wird. Und wahrscheinlich die Pullings machen wir auch da hinten, hinter dem weißen Zaun jetzt. Bergauf wird es halt noch ein bisschen schwerer. Ah ja, und für ihn, RCS, haben wir noch keinen Namen. Das Ding wollen wir uns antun und hinter die Kisten spannen, hinter die großen zumindest, und dann ziehen. Das ist ein massiver Eichenstamm. Sie sind doch hier der Master of Disaster. Hätte gesagt. Total cool, die Kamera filmt dich. Ich rede über den Spiegel, aber mit dir. Mega, oder? Ja. So wie komisch. Sexy. Alter, das ist so ein asozial großer Stamm. Danke nochmal an die Naturburschen für dieses fette Gerät. Massiv Eiche. Ich kann mich nur wiederholen. Wisst ihr, wie teuer sowas ist? Ja. Vielen Dank. Und auf der Kamera kommt es natürlich wie immer nicht rüber. Wir haben hier eine Steigung. Also das ist so ein bisschen der asoziale Punkt bei uns im Pulling, und wir wollen ungefähr hier jetzt, wo der Ford steht, starten, Seil dranhängen und ziehen wir den hier hoch. Bisher bin ich der einzige Diesel hier. Das aber stimmt. Gut, mit einem defekten Luftmassenmesser. Na gut, also bist du quasi mit dem 3,5 Liter auf. Ja, du weißt. Okay, ich hole mal das Quad. Jawoll! Kriegst du ihn noch ein Stück gezogen? Rein. So! Vorwärts, rein, drin! Das halte ich doch mal her! Biertransport! Er
ist, glaube ich, gerade komplett in seiner Manövrierwelt. Warte mal, stopp! Das ist das Auge! Mehr als gut gerade. Hier, guck mal, da passt doch was dazwischen. Ja, warte, ich hab mal. Du hattest recht, du kannst weiterfahren, wenn du möchtest. Jetzt passt. Ist der hoch. Alter, ist das ein... Das ist ein Schiff. Höchst sexuelle Anblick, oder? Das ist der Wahnsinn. Aber sowas von. Das ist schon leicht Porno, ja. Zwischen die zwei Farmen, oder? Noch einen Meter vor. Hallo Whisky. Hallo. Hallo. Christian, grüß dich, Alter. Gute Fahrt gehabt? Jojo, hat ja gut gepasst. Geil. Zweiter Tag. Guten Morgen. Zweiter Tag. Gestern Abend, da war es schon dunkel, kam dann nach der Lucy mit dem Mario aus Hamburg. Ford Wohnmobil, ich will es gar nicht, Camper. Genau, ich führe euch mal kurz über den Platz, wie es hier morgens ausschaut. Das ist mein Bettchen, das ist Horst, Samantha und Christians Bettchen. Thomas kam ja mit dem Quad hier im Trailer. Dachzelt. Schönen Kaffee abgegriffen. Ah, ja. Geht langsam in Gange hier. Ich bin jetzt zur Eierspeis beim Horst eingeladen. Da gucke ich doch glatt mal vorbei. Super. Moin! Moin! Ja. Grüß dich, wir haben telefoniert. Ja, genau. Richtung Osten zu einem Diner. Ich hoffe, der Diner kommt damit klar mit der Menge an Leuten. Wegen der Soli wird für Straßenbau im Osten verwendet. Guckt euch das an. Kannst du nicht mal in der Kamera
gerade halten, Alter. Das ist ja heftig. Wir geben hier alles für gutes Videomaterial. Eigentlich ein YouTube-Video, wenn hier jeder filmt. Danke. Ja, wenn ihr sehen wollt, warum die Strecke hier so ausschaut, wie sie ausschaut, bleibt einfach dran. Es geht nämlich zum Pulling. Und wir ziehen erstmal ein bisschen Smarts hier rum. Ja, und später ziehen dann die Trucksets hier gegeneinander. Alles gut? Ja, alles safe. Bis auf die so aufdrehen. Ich glaube, Scheibe ist kaputt. Ja, ja. Scheiße. Oh, Alter. Wir brauchen einen Staubsauger. Ja, Alter, Mann. Warte, ist dich keiner verletzt von euch? Nee. Hast du das gefilmt, oder? Er hat gerade Video ausgemacht. Ich auch. Und jetzt eine Baum. Zu ihren filmerischen Leistungen? Ich wollte nur Öl ausleihen. Das ist da hinten auf dem Anhänger. Ein bisschen Druck. Okay, das funktioniert nicht. Entschuldigung.
Hast du jetzt gesehen, dass das auch ein 1500er kann, Ram? Muss ja irgendwie die Ehre für die Gruppe hochhalten. Das, danke. Jetzt hier fertig. Ne? Kannst du uns kurz erzählen, was passiert? Ja, zwei leichte Autos ziehen was Schweres berghoch. Oh, die Fehler rausgefallen. Jeep-Schrauber fahren. Wenn es kaputt geht, muss er es wieder ganz machen. Er hat ja noch 6 Verteilergetriebe liegen. Alles gut. Ja, weil eigentlich hätte der Jeep runter und der Ram hoch. Ja, stimmt. Ja, hast recht. Ja. Also kein Wunder. Ja, kein Wunder. Nur deswegen. Also, das ist alles unerschütterlich verbremst. Und hab gewartet, bis er solche nach. Ja, das hast du ihm noch zugeflüstert. Das hast du ihm noch zugeflüstert. Wir haben ein Match. Der ja? Rainer hat 3-3, ich hab 3-3. Okay. Dieser gegen Benzin, gucken, was passiert. Klar. So, aber ich würde Benzinberg abstellen, wenigstens. Das wäre schon fair, weil du hast einen doppelten Newtonmeter locker. Guck mal, wie er sich freut. Er hat es gesagt. Oh. Er hat es gesagt. Los! Voll auf Gas. Eigentlich hat er Kamins mehr Newtonmeter. Keine Ahnung, wir sind halt keine Wissenschaftler, aber wir werden es jetzt langsam mal gemütlich angehen lassen. Muss ein Bier aufmachen und das Lagerfeuer genießen. Dritter Tag. Guten Morgen, wir sind am Sonntag angekommen, der letzte Tag vom Treffen. Hier wird schon fleißig zusammengepackt. Ich habe gerade schon mit Horst über seinen Swiftwheel-Trailer ein Video gemacht. Das machen wir vielleicht mal separat online. Wir haben es leider noch nicht hingekriegt mit seinem neuen Truck, dem 2500er Ram Cummins, ein Video zu machen. Das wäre schön gewesen. Das ist echt ein wunderschönes Fahrzeug. Ja, aber sonst sind der Großteil eigentlich beim Zusammenpacken. Horst fährt halt noch weiter Richtung Osten zu einer Rennstrecke, weil der Anthony wohl mit seinem Nesca da irgendein Rennen macht. Ja, Pulling gestern habt ihr ja noch gesehen, dann war es dunkel. Da ist der eine oder andere nochmal mit dem Smart hinten am Seil voll ausgerastet und hat das da ziemlich zerscheppert. Den Smart gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ja, und sonst ist halt eigentlich nur so meiner Auffassung nach so entspannt wie möglich die Abreise zu gestalten. Und ich werde hier noch ein bisschen mit dem Lukas nachbereiten und dann auch anfangen, Trailer für Trailer nach Hause zu fahren. Es waren ja schon ein paar. Hallo. Moin. Moin. Mückmücker. Was hast du im Mund? Mückmücker. Das wäre jetzt übrigens deine gewesen, aber die war jetzt übrig. Danke. Ist kein Problem, ich habe ja heute eh noch nichts gegessen. Ja, was tun Sie hier? Wir müssen den halt versteifen. Ja, kippt. Kippt er. Ist er ausgefedert, wird er schmaler. Ja. Da klemmen wir einfach rein. Ach, das ist natürlich. Das ist mega helle. Das ist Redneck Engineering, Alter. Ich bin so stolz, mit so vielen intelligenten Menschen hier rumzuhängen. Oh, warte.
Das mit so viel intelligenten Menschen. Scheiße. Bin ein bisschen schockiert, wie der Smart mittlerweile ausschaut. Eigentlich wollte ich den ja noch weiterverkaufen. Daraus wird wohl einfach mal nichts. Sammelt sich so der letzte Rest. Wir machen noch mal einen Abgrillen. Die Reste ein bisschen verbraten. Aufgeräumt wurde schon. Ich hätte nie gedacht, dass man den so verformen kann, weil ein Smart ist schon wirklich krass, krass stark. Ja, aber erstmal gibt es jetzt halt was zu essen. Und wir lassen den Tag dann langsam ausklingen. 12 Sekunden später. Ich drehe gerade noch so ein bisschen meine Kontrollrunde. Aber die Jungs und Mädels aus Sachsen-Anhalt wollte ich euch nicht vorenthalten. Gooseneck-Trailer, Ram 3500er, Cummins, hier ist es. Ist ja schon Wurscht. Wasser, es gibt schon Bier. Wo ist mein Bier, Alter? Ich habe mein Bier auf dem Weg verloren. Scheiße. Danke, danke. Muss ich das nicht? Ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich das aufladen soll. Ich würde sagen, das waren jetzt wirklich fast die letzten, die gefahren sind. Ich fange jetzt hier an abzubauen und das war's dann auch mit dem Treffen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich glaube, ich will noch mal eins machen. Das lief nämlich echt cool. Es war total geil mit euch. Der Smart sieht jetzt auch richtig asozial aus. Den hat es ja richtig zerscheppert. Ja, aber ich mache das sehr, sehr gerne wieder. Ja, und hoffe, ihr kommt auch wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.